diesem Haus in München soll ein Teppichboden verlegt werden. Dafür haben wir Fachleute engagiert. Die drei sollen nacheinander in diesem Raum einen neuen Boden verlegen. Eigentlich ein Routinejob, wenn da der Kamin nicht wäre. Denn der bewegt sich vor, zurück, ganz wie wir wollen. Und das heißt, egal wie gut die Männer arbeiten, passen wird der Teppich nie. Kommt hier rein. So, genau. Wir ziehen gerade ein. Das wird mein Büro. Da wird mein Schreibtisch. Und da vor dem Kamin, schön hier, wird der Teppich sein. Nur bis hier so, oder? Genau. Entweder Abschluss hier oder Abschluss da. Da muss ich nochmal mit meinem Chef sprechen. Der Herr Wagner, der wird nachher nochmal runterkommen. Genau. Bevor wir die Fachleute hochnehmen, muss der Teppich erstmal runter. Gut. Genau, dann sind Sie erstmal soweit. Frohes Schaffen und ruhig ein bisschen Gas geben, ja. Also dann, Ärmel hochgekrempelt und ran an die Arbeit. Rollen, ziehen, nochmal ziehen und schwitzen, bis es heißt, das passt schon. Und dann wird geschnitten oder, wie wir beim Fernsehen sagen, super, passt doch. Also, noch. Nach knapp einer Stunde ist es soweit. Der letzte Schnitt am Kamin und voilà, fertig. Der Auftraggeber kommt und ist hochzufrieden. Ja, optimal. Sehr, sehr schön. Alles super, sauber, tolle Arbeit. Echt, ich bin echt sehr, sehr cool. Bin sehr, sehr zufrieden. Frage jetzt, was machen wir hier? Haben Sie da Vorschläge? Während mein Lockvogel unser Opfer ablenkt, verschieben wir unbemerkt den Kamin. Und schon passiert das, wovor sich viele beim Blick in den Badezimmerspiegel fürchten. Oh mein Gott, die erste Falte. Dem Profi fällt die Welle natürlich sofort auf. Aber vielleicht hat er ja Glück und der Auftraggeber übersieht den kleinen Fehler. Leider hat er kein Glück. Ich rufe gleich zurück. Ist es jetzt schon hier eine Welle, ne? Ein Königreich für eine Ausrede. Ja, hat sie jetzt eben gerade schon verschoben. Ah, verstehe. Aber das mache ich nochmal. Das kriegen Sie hin, oder? Das kriege ich nochmal. Ja, das schaut natürlich scheiße aus, aber... Zeit für eine erste kleine Notlüge. Na, hier habe ich es noch nicht geschnitten. Hier ist es eigentlich noch zu lang. Ich verstehe. Vielen Dank. Sehr gut. Auch dieser Teppichverleger hat die gleichen Probleme wie sein Kollege. Aber, schauen Sie mal, die Welle machen wir aber noch raus, oder? Schon verrutscht. Wahrscheinlich ist er vorne verrutscht jetzt ein wenig. Der Ton wird schärfer. Ich möchte auf jeden Fall, dass keine Wellen im Boden drin sind. Ja, dann muss ich mal überlegen. Dann muss ich ja, aber sonst kann ich es auch selber machen hier. Das ist... Also ich komme dann nochmal runter, ja. Gegen kleine Wellen hat der Fachmann einen Trick, denn die werden traditionell rausgetanzt. Hier sind unsere Lords of the Teppich Dance. Sah sehr elegant aus, hat aber nicht geholfen. Da hilft nur noch das Messer. So, passt wieder, aber leider nicht sehr lange. Das ist die perfekte Welle. Zumindest perfekt für uns, für ihn allerdings weniger. Er schneidet schon zum zweiten Mal den Teppich kürzer, frei nach dem Friseurmotto, kürzer geht immer. Was jetzt kommt, ist klar, der Kamin macht sich wieder auf die Reise und es ergibt sich voller Tücke am Rand des Teppichs eine Lücke. Nein, der ist nicht wieder zurückgerutscht. Nein, bitte nicht. Ah, Scheiße. Scheiße. Fuck. Bei Fluch Nummer 3 ist es an der Zeit, den Flüchezähler anzuwerfen. Nein. Fuck. Scheiße. Komm, einer geht noch. Scheiße.
Wenn der Teppich erstmal zu kurz ist, dann hilft auch kein Klopfen, Zerren oder Fluchen mehr. Scheiße! Gut, wir hören nichts, aber wir ahnen, was er denkt. Jetzt ist es einfach zu kurz. Scheiße! Oh oh, Besuch. Jetzt braucht er eine gute Ausrede. Jetzt habe ich ein Problem. Dadurch, dass, weil Sie jetzt rübergelaufen sind, hat sich jetzt verrutscht. Jetzt ist es irgendwo zu kurz. Das heißt, ich bin jetzt schuld, dass der... Ja, eigentlich ist es jetzt hier zu kurz. Ich habe jetzt gemacht, dass es jetzt da zu kurz ist. Aber ich bin doch jetzt nicht schuld daran, oder? Das kann doch jetzt nicht meine Schuld sein. Haben Sie geschnitten und haben sich verschnitten? Nein, ich bin nicht verschnitten. Sie können doch jetzt auch mir nicht die Schuld geben. Was sagte mein Chef dann? Könnten Sie bitte mal kurz runtergehen? Ach, jetzt stehe ich schon wieder drauf. Ich meine, wenn es der Chef sieht, haben wir ein Problem. Das weiß ich auch, aber... Also auf jeden Fall, hier rumlaufen ist keine gute Idee. Keine gute Idee? Nein, überhaupt nicht. Okay. Was mache ich jetzt? Ist doch alles halb so wild. Ist doch jetzt keine Gehirn-OP. Es stirbt ja keiner dran. Ja, das nicht, aber es ist trotzdem scheiße. Jetzt weiß ich nicht, dass der... Frau Bergmann! Ja? Haben Sie das Handy? Ich kann es hier nicht finden und... Ja, dann schauen Sie mal, ich brauche das jetzt. Ja. Auch das noch, das Chefhandy ist weg. Und wer ist schuld? Er natürlich. Mit freundlicher Unterstützung von... Na, von wem? Von uns. Ja, wo ist es denn? Da ist es. Es ist doch hier. Hier läuft es doch irgendwo. Dann ist es doch hier. Nein! Gehen Sie ran! Herr Wagner, ich hab's nicht! Gehen Sie ran! Wo ist es denn? Hier klingelt es irgendwo, oder? Das kann doch nicht sein. Hier ist nichts. Hier! Was? Haben Sie es? Haben Sie jetzt mein Handy? Das war nichts. Das ist hier runter. Was? Haben Sie das verlegt? Nein. Da ist mein Handy! Hier! Da kann ich lang suchen. Das tut mir leid, aber ich... Das heißt, wenn ich meine Frau drunter lege, bauen Sie die auch an, oder was? Das Handy ist flach. Wie soll ich denn das sehen, wenn ich hier die ganze Zeit zuschneide? Kaum ist der Auftraggeber weg, ruft seine Chefin an, die mit uns unter einem Teppich... Entschuldigung, einer Decke steckt. Ist alles okay? Wie läuft's? Ganz ehrlich, ich bin hier echt kurz vorm Ausrasten. Mir ist es echt langsam alles scheiße geworden. Jetzt tief durchatmen, trinken einen Schluck Wasser und dann schaust du die ganze Sache nochmal von woanders an und dann wird es schon. Der Teppich ist ein Zentimeter zu kurz, was soll ich jetzt da machen? Da kann ich nichts mehr machen. Du schaffst es. Warum mache ich hier den Scheiß, Mann? Das geht mir so auf den Jagd. Er macht den Scheiß, weil wir das so wollen und dann kommt auch noch der Kunde zur Endabnahme. Und wie schaut es aus? Also das ist jetzt das Beste, was ich hingekriegt habe. Dann wäre hier halt eine Lücke. Ich frage mich halt, was Sie machen, ja? Also, jetzt haben wir ja doppelt. Ja, das ist eben gerade... Ist ja nicht Ihr Ernst? Das ist ja eben gerade durchs Drüberlaufen wieder zurückgerutscht. Natürlich ist das scheiße. Das ist ausnahmsweise mal nicht gelogen. Ich finde es einfach nicht mehr tragbar. Na gut, wir haben ein Herz für Bodenverleger. Zeit, das Ganze aufzuklären. Jetzt ist Ast rein. Ja, jetzt ist da der Spalt wieder. Aber das ist alles klar. Was machen Sie doch eben, wenn Sie mir mal zuhören? Schauen Sie mal jetzt. Ich bewege mich doch gar nicht. Hier. Hier. Schauen Sie mal. Wer hier? Herzlich willkommen bei der Sendung Verstehen Sie Spaß. Eine Kamera haben wir hier. Herzlich willkommen bei der Sendung Verstehen Sie Spaß. Danke.